Wird das Pflegeheim bald unbezahlbar? Ich bin Felix Hanewald, Inhaber und Geschäftsführer von FM Recruiting, hier mit Sitz in Hannover, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Mitarbeitergewinnung für die Pflege wieder einfach zu machen und betreuen über 250 Kunden deutschlandweit und sind als einziger Anbieter in Gesamtdeutschland vom TÜV Nord zertifiziert für unser Qualitätsmanagementsystem. Und ich möchte heute gerne auf ein ganz prekäres Thema eingehen, ob denn die Pflege bald unbezahlbar wird. Wir waren Anfang des Jahres im Seniorenheim-Magazin mit einem Artikel drin, ob denn Altenheime bald ausbluten und die Pflege unbezahlbar wird. Und brandaktuell ist auch wieder ein Artikel erschienen im Altenheim-Magazin, was ich hier mir einfach mal zur Verfügung gezogen habe, wo es aktuell um die einrichtungseinheitlichen Entgelte geht. Und hier einfach ein sehr prekäres Thema, dass die Preissteigerung, Inflation hat uns die letzten Monate extrem geprägt, aber die einrichtungsbezogenen Eigenanteile sind einfach nochmal immens gestiegen. Und hier schreibt auch aktuell das Altenheim-Magazin, ob denn hier die Preissteigerungen überhaupt noch langfristig kommunizierbar sind an die ganzen Bewohner. Man muss mal ganz ehrlich sagen, die ganzen Eigenanteile sind ja auch nicht transparent irgendwo aufgegliedert, die Kosten eines Pflegeplatzes sind auch nicht transparent irgendwo einsehbar für den Bewohner, und irgendwann wird es auch schwierig, die immensen Kostensteigerungen immer weiter zu kommunizieren und auch zu kommunizieren, warum diese Kostensteigerungen in Kraft treten. Wir gucken mal ein bisschen in der Historie zurück. Letztes Jahr zum 1.9. ist die Tariftreue in Kraft getreten. Das heißt, wir haben ja ungefähr einheitliche Entgelte, so durch, dass sich jetzt hier einfach die Tarifentlohnung für Pflegekräfte ja durchgesetzt hat und auch eingetreten ist. Und das war schon ein Grund, wo natürlich die einrichtungsbezogenen Eigenanteile natürlich auch schon gestiegen wurden und wo man wieder eine Kommunikation hatte. Das heißt, aufgrund von steigenden Löhnen konnte man auch hier den Eigenanteil jedes einzelnen Bewohners und auch der Angehörigen ja in Verbindung bringen, dass durch die gestiegenen Löhne man halt einfach einen höheren Eigenanteil halt jetzt halt nehmen muss, sodass sich die Pflege einfach auch oder der Pflegeplatz dann auch bezahlt macht. Aktuell ist es aber so, ich gehe mal auf einen Punkt ein, der hier kommuniziert wird. Die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile sind Mitte November 2022 um durchschnittlich 21% höher gewesen als noch zum Jahr davor. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, die Inflation oder die Preissteigerung im normalen Konsummarkt waren bei durchschnittlich 11-14%. 21% ist eine echte Hausnummer. Und da muss man sich heutzutage echt noch fragen, ob die Pflege unbezahlbar ist und ob sich denn Pflegeheime langfristig noch lohnen. Und natürlich wird das immer ein Thema sein. Natürlich muss hier die Politik und einfach die Gegebenheiten geschaffen werden, dass man natürlich einen Pflegeplatz weiterhin bezahlbar macht. Und das halt hier, weil wenn man mit einer durchschnittlichen Rente von hier im Landesdurchschnitt wird hier von 1.845 Euro gesprochen, die hat ja nicht mal jeder zur Verfügung. Der geringste bzw. der schlecht bezahlteste Rentner ist in Niedersachsen mit 1.267 Euro. Wenn man sich da den Eigenanteil ausrechnet, dann ist es natürlich keine Frage, dass ganz, ganz viele Rentner oder auch Bewohner dann natürlich in die Sozialversicherung bzw. Sozialhilfeempfänger sind und Sozialhilfe auch beantragen müssen. Und das wird sich in der Zukunft zeigen und das wird man auch in der Zukunft vermehrt sehen, weil einfach immer mehr Pflegeheime natürlich insolvent sind, immer mehr Pflegeheime auch ja keine schwarzen Zahlen mehr schreiben, sondern in Richtung den roten Zahlen rutschen. Es ist immer ein Argument bzw. immer eine Begründung, warum man denn aktuell mit seiner Einrichtung nicht erfolgreich ist, ist immer das Thema Personalgewinnung oder dass man halt hier den Fachkräftemangel vorschiebt. Ich sage Ihnen aber ganz klar, wie es aktuell Phase ist. Natürlich gibt es faktisch zu wenig Pflegekräfte. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, in Ihrer Region gibt es genügend Pflegekräfte, die bei anderen Arbeitgebern sind, die bei schlechteren Arbeitgebern arbeiten. Jetzt kann man gut und schlecht wieder natürlich, selbst spezifizieren, was man jetzt als gut und schlecht sieht. Aber ganz klar, es gibt genügend Pflegefachkräfte auch bei Ihnen in der Region, für die Sie ein attraktiver Arbeitgeber wären. Nur Sie müssen sichtbar sein, Sie müssen nach außen gehen und natürlich am Ende des Tages auch hier wirklich ein Recruiting-System schaffen. Deswegen begeben Sie sich nicht selber in die Situation und sagen, Mensch, mein Pflegeheim geht jetzt langsam zugrunde, sondern bekämpfen die Situation, gehen Sie in die Handlung, kommen Sie in ein Erstgespräch und dann schauen wir uns Ihre aktuelle Situation an, schauen, wo Sie aktuell stehen, wo Sie hinwollen, und das Ganze können Sie unter www.fm-recruiting.de machen. Deswegen melden Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch und wir analysieren genau Ihre aktuelle Situation.